Die Automatisierung in der Nutzfahrzeugbranche verspricht große Wirtschaftlichkeit und zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. Automatisierte Nutzfahrzeuge benötigen jedoch Informationen über interne Zustände und Parameter des Sattelzuges. Diese müssen automatisiert erfasst und ausgewertet werden. So ist es beispielsweise notwendig, Kenntnis über den Zustand des Reifens, der Luftfederbälge oder des Stoßdämpfers zu haben und eventuelle Schädigungen schnellstmöglich zu detektieren. Eine weitere wichtige Information ist der Winkel zwischen Truck und Trailer, der sogenannte Knickwinkel. Außerdem kann der Trailer unterschiedlich beladen sein, was großen Einfluss auf die Fahrdynamik hat. Die zugeladene Masse kann zwischen 0 und 24 Tonnen liegen. Es ist also notwendig, die Masse und den Schwerpunkt des Trailers in Abhängigkeit der Beladung zu bestimmen. Dies soll durch die Trailersensorik während der Fahrt, also online, geschehen. Im Rahmen des Projekts IDENT werden zwei digitale Zwillinge des Trailers aufgebaut, der Online-Zwilling und der Offline-Zwilling. Der Online-Zwilling läuft auf einer Recheneinheit im Trailer und bestimmt Zustände und Parameter des Trailers sowie dessen Umgebung. Wird eine schädigungsrelevante oder sicherheitskritische Situation während der Fahrt erkannt, sendet der Online-Zwilling Informationen zum Offline-Zwilling. Der Offline-Zwilling ist auf einem Server implementiert und berechnet mit hochdetaillierten Modellen den Verschleiß und die Schädigung von relevanten Komponenten. Am Institut für Mechatronische Systeme wird der Teil des Online-Zwillings entwickelt, welcher die Online-Zustands- und Parameterschätzung der Quer- und Wankdynamik vornimmt. Dazu wird ein fahrdynamisches Modell des Sattelzuges erstellt, welches Eingangsgrößen und Modellparameter erhält. Dieses Modell wird in einem unscented Kalman-Filter verwendet, um Zielgrößen wie Reifenkräfte, kinematische Größen oder die Schwerpunkthöhe des Trailers zu schätzen. Im folgenden Abschnitt wird die Schätzung des UKF mit der Messung verglichen. Betrachtet werden dabei die Größen Lenkwinkel, Knickwinkel, laterale und vertikale Reifenkraft an der dritten Trailerachse rechts. Weitere Forschungsaktivitäten am Institut für Mechatronische Systeme beschäftigen sich mit der Frage, wie datengetriebene Methoden, zum Beispiel künstliche neuronale Netze, in die Zustandsschätzung eingebracht werden können, um die Schätzung zu verbessern.